Scheiße. Er ist zu weit gegangen. Ich muss ihn aufhalten.
Beantworten Sie unsere Fragen. Was fürchten Sie? Was hängt Ihnen nach? Was brauchen Sie so sehr, dass nur wir es Ihnen geben können? Wollen Sie zurück zu Ihrem erbärmlichen Leben? Sind Sie uns denn überhaupt nicht dankbar? Wir haben Sie aufgenommen. Ihnen ein neues Leben gegeben. Warum verraten Sie uns? Warum stehen Sie nicht auf unserer Seite? Es reicht! Klappe halten und aus dem Weg! Patienten sterben, wenn man sie an die Maschine anschließt. Was wollen Sie damit sagen, Jimenez? Nach dem, was Sie mit ihm gemacht haben, kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber es ist, als wäre Rubens Geist im Stem gefangen. Und er greift jeden an, der in das System will. Das ist inakzeptabel. Wir müssen das beheben. Das hier darf nicht alles umsonst gewesen sein. Ruvik. Er war die ganze Zeit im Stem. Nun, er wird mich nicht kriegen. Aber warum Leslie? Was ist so besonders an ihm? Leslie war nicht immer so. Er wurde durch ein traumatisches Kindheitserlebnis katatonisch. Er sah, wie seine Familie ermordet wurde. Die Daten legen nahe, dass Gehirnwellensynchronisation mit Ruben bei bestimmten Traumata korreliert. In diesem Fall Rubens Verlust seiner Familie. Das genügt nicht. Wir brauchen etwas anderes als Basis. Etwas, das für viele verschiedene Personen geeignet ist. Thank you.
Sie werden langsam ungeduldig und verlangen Berichte über den Entwicklungsfortschritt. Zuerst war nur das Ergebnis wichtig, doch jetzt setzen sie uns unter Zeitdruck. Typisch Bürokraten. Ich habe Ruben gedrängt, aber er hat sich noch weiter zurückgezogen. Er forscht zu Hause und kommt nur ins Labor, wenn er direkt am Stamp-Prototyp arbeiten muss. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl und Mobius hat sicher auch schon seine Zweifel. Wir brauchen etwas Rationales im Stamp. Diese Person könnte Ruben neutralisieren. Ich meine, Ruvik. Mit meiner Kenntnis des Systems könnte ich... Auf keinen Fall. Sie dürfen die Sache nicht noch weiter verkomplizieren. Wir bereiten jemanden von uns vor. Schicken Sie jemand Unerfahrenen. Wir wissen nicht mal, ob man zurück kann. Dann muss es jemand Entbehrliches sein. Entbehrlich? So denkst du also über mich? Und ich hab dir vertraut.
Hölle? Wo bin ich denn jetzt? Christian war hier?